Willkommen bei Games und Lyrik, dem Podcast. Hier möchte ich euch verschiedene Spiele vorstellen und eventuell auch das eine oder andere Gedicht vorlesen, zu denen mich die Spiele inspiriert haben. Das erste Spiel, das ich euch vorstellen möchte, ist Runaway a Road Adventure, ein Point-and-Click-Spiel von den spanischen Pendulo Studios. Es ist etwas verrückt und durchgeknallt, hat aber die Point-and-Click-Spiele wieder richtig in den Fokus der Spielerschaft gerückt, die ein paar Jahre im Bodenlosen zu versinken drohten. Bei Runaway fährt der New Yorker Student Brian Basco nach Berkeley. Genau genommen möchte er es, kommt aber gar nicht erst dazu. Auf dem Weg zur Bibliothek, wo er noch ein Buch abgeben muss, fährt er die hübsche Gina Timmons an. Die sexy junge Dame bringt viel Ärger und Abenteuer mit sich, so dass beide am Ende auf der Flucht vor der Mafia sind. Das Ganze ist der Auftakt einer Trilogie, der Runaway-Trilogie. Runaway A Road Adventure ist der erste Teil und erschien 2002. Runaway 2, The Dream of the Turtle, erschien 2006 und Runaway A Twist of Fate 2009. Das Ganze wird nur mit Tastatur und Maus gespielt und ist in den Sprachausgaben in Deutsch, Englisch und Französisch möglich. Das ganze Spiel ist eigentlich eine Rückblende. Brian Basco ist ein Held und der Held dieser Geschichte und berichtet von diesen durchgeknallten Ereignissen, die ihm passieren. Er will sein Studium beginnen und fährt da kurzerhand abends die schöne Gina an. Die Dame mit Schmollmund und netter Oberweite bringt er ins Krankenhaus. Und dort erzählt sie ihm, dass sie Sängerin in einem Nachtclub ist. Sie hätte mit ansehen müssen, dass ihr Vater im Hinterzimmer während eines Verhörs umgebracht wurde. Für das Verhör verantwortlich waren die zwei Mafiosi, die Sandretti-Brüder, und deren Lakaien haben es da doch etwas übertrieben mit ihren Überzeugungstechniken. Auf der Flucht vor diesen entkam sie gerade knapp und lief direkt vor Brians Auto. Kein Wunder, dass dann die Mafia erst einmal hinter Brian und Gina her ist. In dem Spiel erwarten Brian und Gina jede Menge abgedrehte Charaktere, darunter Aliens, exzentrische Transvestiten und andere verrückte Personen. Das Ganze ist wunderschön gezeichnet, das Spiel ist toll animiert, das Intro ist in 3D-Grafik gehalten und die Hintergründe sind handgezeichnet, was auch zu sehen ist. Sie sind sehr detailliert und liebevoll gestaltet. Brian und Gina werden mit der Maus von Location zu Location bewegt und mit dieser leitest du auch die Aktionen der Spielfiguren ein, sodass du entsprechend Gegenstände aufheben und kombinieren kannst, um in den einzelnen Rätseln weiterzukommen. Die Dialoge sind im Multiple Choice angelegt und mit diesen kannst du dich mit verschiedenen Charakteren im Spiel unterhalten und sammelst dabei Informationen und Hinweise. Kommst du in der Story voran, triffst du auf neue Charaktere, andere Orte und darfst dich neuen Rätseln stellen. Die Grafik ist insgesamt in 2D gehalten. Es gibt ungefähr 100 handgezeichnete Hintergründe, bis zu 30 verschiedene skurrile
Personen und Figuren, die Brian und Gina auf ihrem Weg begegnen. Die Figuren sind sehr weich gezeichnet, die Licht- und Schatteneffekte sind toll und in Echtzeit gehalten. Das Ganze ist in seitlicher Perspektive gehalten, von wo aus du dann die einzelnen Locations untersuchen darfst. Die Rätsel führen dich an die unterschiedlichsten Orte. Es geht in ein Museum, durch ein altes Bergwerk, zu einem Indianerheiligtum, in eine staubtrockene Wüste, wo dann auch beispielsweise die Transvestiten mit ihrem Wohnmobil sitzen. Die Landschaft ist sehr schön gestaltet, atmosphärisch, schön gezeichnet. Die Synchronisation ist erst klassisch. Die Sprecher hauchen den Figuren richtig schön viel Leben ein und die Musik ist auch wunderbar. Gerade das Titellied von der Band Liqua, Runaway, ist ein sehr schönes Lied, sehr unterhaltsam und erinnert ein wenig an The Chorus von der Art her. Die Charaktere, die dir begegnen, sind sehr unterschiedlich. Die reisenden Transvestiten haben eine Reifenpanne. Joshua, der sucht Kontakt mit den Außerirdischen vom Planeten Trantor. Und während du dich dort mit diesen Personen unterhalten kannst, kommen dir viele verschiedene Rätsel in den Weg, die du lösen musst, um überhaupt in der Geschichte voranzukommen. Du musst Kontakt mit Außerirdischen aufnehmen, findest raus, was passiert, wenn man Schmerztabletten und Alkohol mixt, oder wie man am besten einen Banktresor mit einer fliegenden Statue knacken kann. Die Rätsel sind durchaus recht knifflig, aber logisch gehalten. Allerdings ist das Ganze auch sehr linear. Das heißt, es steht immer ein ganz zentrales Rätsel oben drüber, eine Kopfnuss, die du knacken musst. Und um dieses Rätsel zu lösen, legen sich dir viele kleine Steine in den Weg, kleine Rätsel, die du lösen musst. Was ein bisschen störend ist, es gibt viele Gegenstände, die Brian aufsammeln kann. Allerdings bist du noch nicht weit genug in der Geschichte fortgeschritten, hebt Brian diese Dinge partout nicht auf, erst wenn er sie benötigt. Vorher weigert er sich einfach. Das Gute ist, hast du Dialoge schon gehört, kannst du sie wunderbar per Mausklick überspringen. Die Steuerung wird ganz klassisch nur mit der Maus gemacht. Wenn du interessante Punkte auf dem Hintergrund findest, ändert der Mauszeiger das Aussehen. Du kannst dann zwischen mehreren Optionen wie Sprechen und Ansehen und so etwas wählen. Die Gegenstände kombinierst du und bewegst du per Drag-and-Drop-System. Höchstens für das Anlegen von Speicherständen oder das Aufrufen vom Menü benötigst du die Tastatur. Insgesamt ist Runaway ein modernes Point-and-Click-Spiel mit sehr viel logischen Rätseln. Die Qualität der Grafik ist richtig hoch. Die Puzzle sind super knifflig, aber toll und auch lösbar. Es gibt doch schon die eine oder andere Stelle, wo man mal hängen bleibt. Aber es gibt auch sehr viele lösbare Rätsel in dem Spiel. Die Charaktere sind sehr gut synchronisiert, die Musik ist atmosphärisch und baut eine schöne Spielatmosphäre insgesamt auf. Die Erzählung ist mitreißend und spannend. Und insgesamt für Point-and-Click-Spieler auf jeden Fall zu empfehlen. Es ist einfach ein tolles Spiel.
Runaway gibt es in einer normalen Edition. Das andere wäre dann, was später erschien, eine Special Edition, eine erweiterte Fassung. Das erste Spiel erschien auf CD, das zweite dann auf DVD mit viel Videosequenzen in einer höheren Auflösung. Sie hat auch einiges an Bonusmaterial drauf. Und Spielgrafik und Bonusmaterial sind qualitätstechnisch doch recht identisch. Es gibt ein paar Outtakes von den Sprachaufnahmen und ein 25-minütiges Making-of von dem Spiel. Da bekommst du dann auch Eindrücke von den Arbeitsabläufen in den Pendulo-Studios. Und dazu gibt es dann noch den Spiele-Soundtracks und ein paar Wallpapers. Am Spielablauf ändert sich allgemein dort nichts. Später erschien dann auch nochmal eine Sammeledition, wo dann später alle drei Teile drin waren. Und eine Classic-Edition von Runaway A Road Adventure. Wer das Spiel so weit gespielt hat, dass er in Douglasville gelandet ist, kennt sicher das Skelett, das da so wunderschön in der Zelle liegt. Dementsprechend habe ich dazu noch ein Gedicht geschrieben. Der Tote im Knast. Arzt war ich. Was hab ich getan? Meine Seele wird zur Hölle fahren. Schluck für Schluck kam ich ihr näher. Heut bereue ich gar sehr. Ein Kind verlor wegen mir das Leben. Zurück kann ich es keinem geben. Seit langer Zeit, nachdem sie mich gefasst, bin ich hier, eingeschlossen im Knast. Hinter Gittern, nie befreit, schon immer und für lange Zeit, noch jetzt die Flasche in der Hand, obwohl meinen Fehler ich habe erkannt. Zur Warnung aller liege ich auf dem Bett. Ein Toter, Betrunkener, als weißes Skelett. Ich hoffe, euch hat diese erste Podcast-Episode gefallen. Für mich ist es der erste Sprung in den Podcast-Bereich und einige weitere Episoden sind geplant, also schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Wer noch mehr Gedichte hören möchte, findet diese auch in dem normalen Runaway-Beitrag verlinkt. Teilweise auch zum Vorlesen dann mit eingebetteten YouTube-Videos. Also viel Spaß beim Weiterlesen und Hören. Weiter unten im Beitrag findet ihr dann auch noch die Zusatzinfos zu den Runaway-Charakteren und den entsprechenden Örtlichkeiten im Spiel. Bis zum nächsten Mal.